Privatsphäre ist ein Grundrecht und es ist essentiell für jede demokratische Gesellschaft. Sie ist der Schlüssel zum effektiven Schutz von journalistischen Quellen. Ohne sie gibt es keine freien Informationen und keinen Schutz von medizinischer oder beruflicher Verschwiegenheit. Wir alle haben irgendetwas, das wir vor anderen verbergen. Angestellte, Kollegen, Freunde, Familie, den Stiefeltern, einer Ehefrau oder einem Ehemann. Das heißt nicht zwingend, dass es etwas Schlimmes sein muss, nur etwas Privates. Selbst Dinge, von denen wir heute denken, dass sie es nicht wert sind, dass wir sie verstecken, könnten später gegen uns verwendet werden. Eine Attacke auf unsere Privatsphäre verletzt ebenso die Privatsphäre von Menschen, mit denen wir kommunizieren. Wenn wir wissen, dass wir unter Beobachtung stehen, verändert sich unser Verhalten. Wir können uns deshalb dazu entscheiden, nicht zu einer politischen Veranstaltung zu gehen. Wir zensieren, was wir Freunden, Kollegen oder der Familie erzählen. Unter Beobachtung könnten wir uns dazu entscheiden, kein Whistleblower zu werden. Privatsphäre ist eine wichtige Voraussetzung, um frei zu denken und sich entfalten zu können. Edward Snowden riskiert gerade sein Leben, um uns das Ausmaß zu zeigen, wie weit unsere Privatsphäre bereits vereinnahmt wurde. Die USA betreibt massive globale Überwachung und tut dies mit der aktiven Unterstützung der europäischen Länder. Online und offline, alle unsere Nachrichten, Telefonanrufe, Aufenthaltsorte, Reisen, Browser-History und Verhalten im Internet, alles könnte aufgezeichnet werden und in Persönlichkeitsprofilen bei der NSA gesammelt werden. Auch bei ihren öffentlichen und privaten Partnern. Wir können sehen, wie ein weltweiter Überwachungsstaat entsteht, der nicht nur Einzelpersonen überwacht, sondern auch Unternehmen und politische Köpfe. Dies könnte radikale Änderungen zwischen politischen und ökonomischen Beziehungen nach sich ziehen und dazu benutzt werden, um die politische Opposition zu unterdrücken. Solche Überwachung wäre nicht möglich ohne die Zusammenarbeit mit Technikriesen wie Google, Apple, Facebook und Microsoft. Ihre Geschäftsmodelle, die darauf basieren, alles über jeden zu sammeln, wurden der Schlüssel, um diese globale Überwachung ins Leben zu rufen. Wir müssen unsere Einstellung zur Technik überdenken, denn wir können diesen Unternehmen nicht mehr vertrauen. Es stellt sich heraus, dass Big Data eigentlich Big Brother ist. Wir brauchen eine Welt, in der Technik uns dient, unsere Privatsphäre schützt und mehr Frieden bringt. Wir können jetzt etwas unternehmen, für uns und jeden, den wir kennen, indem wir freie Open-Source-Software benutzen, die jedem gehört und die wir immer kontrollieren können. Indem wir zu dezentralisierten Servicen übergehen, können wir uns sicher sein, wo unsere Daten sind und was mit ihnen geschieht. Indem wir End-to-End-Verschlüsselung benutzen, können wir sicher sein, dass unsere privaten Unterhaltungen nun privat bleiben. Lasst uns ein Bewusstsein über die Auswirkungen der globalen Überwachung entwickeln und lasst uns sicherstellen, dass unsere politischen Köpfe unsere Privatsphäre beschützt und Technologie unterstützt, die uns frei macht, anstatt uns zu kontrollieren.